Mein Lieblings-Augen-Make-up-Entferner ist definitiv der neue von Maybelline, das Spezial war Waterproof. Absoluter Hammer. Richtig gut, richtig guter Tipp gewesen. Absolut geil. Und als, ja, für mein Gesicht komplett nehme ich den von Kiko. Den Make-up-Entferner, den ich euch schon mal gezeigt habe am Anfang. Der ist richtig, richtig geil. Ja. So, das ist das erstmal. Mein Lieblingshaarprodukt, muss ich euch auch zeigen, also ich habe ja nun kurze Haare und ich muss ja nun ein bisschen so mit Wachs und Gel, ist das Studio Fix Strubbeleffektpaste. 24 Stunden ultra starker Halt. Ja, die sieht so aus. Die ist richtig, richtig gut und meine Haare halten und stehen wie eine Eins. Ansonsten höre ich mir immer Produkte von meinem Friseur, meistens von Bella. Die sind auch richtig gut, die Produkte. Ja, Lieblings-Bodylotion ist zurzeit diese. Die Bebeyanka Blütentraum. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Die riecht richtig geil. Richtig schön wie ein Blütenmeer. Die duftet so toll. Und die ist richtig, richtig, richtig feuchtigkeitsspendend. Richtig geil. Die ist, glaube ich, relativ neu. Die ist super. Ich mag die ganz gerne. Und ja, was ich eben auch sehr liebe, 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 oh Gott, was ist das? Ist meine Glow Lotion, die ich euch auch schon mal vorgestellt habe. Die ist richtig super. Body Glimmer von Soap and Glory. Die hatte ich euch ja schon mal präsentiert, ne? Ja, die. Also verleiht halt so einen Schimmer auf der Haut und duftet. Ach, die ist geil. Die ist der Hammer. Mein Lieblingsnagellack zurzeit. Ach Gott, ich habe so viele. Eigentlich der hier, muss ich sagen. Von Catrice. Der Hip Queens Wear Blue Jeans. Ich habe ja wie gesagt Gelnägel, da hatte ich ja den von Kiko drauf. Bin froh, wenn ich jetzt wieder wechseln kann, langsam. Aber der ist richtig geil für die Zehennägel, finde ich, weil der knallt schön und ist richtig schön wie so ein Jeans. Wie so eine Jeansfarbe, absolut geil. Richtig cool. Und hält auch gut, also das muss ich dazu sagen. Mit diesem Topcoat, den ich euch ja auch schon gezeigt habe, den Essence Nail Art Sealing Topcoat. Ja, richtig geil. So, ich muss sagen, dass es das erstmal war, glaube. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, wo ihr sagt, ja, das muss ich auch noch wissen von der Julia, dann macht das. Macht das auf jeden Fall. Ich denke, ich habe jetzt erstmal so die Produkte zusammengefasst, die ich einfach richtig, richtig super finde im Moment. Das ändert sich ja alle 2-3 Tage, das ist ja einfach nur mal so. Ist ja auch normal bei Frauen. Und ja, werde auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch so ein August-Video mache, werde aber auf jeden Fall noch ein Haul machen bald über NYX und über Cosmetic for Less, wo ich bestellt habe. Natürlich auch die Sachen, die ich hier unten mit in meinem Grüßungstext reingeschrieben habe, also What's in my bag, das wird interessant. Kosmetiktasche, was ich da so aktuell mit mir rumschleppe und mein Freund Marc, Tag. Ja, solche Sachen warten noch auf euch. Falls ihr Fragen habt, gerne alle an mich. Falls ihr noch euch irgendwelche Swatches wollt, auch an mich einfach posten. Ja, und das war's dann für heute schon wieder. Das ging schon wieder so schnell vorbei. Und vielen Dank nochmal an alle meine Abonnenten, an alle Kommentare. Ihr seid super süß, super lieb. Und ich bin ganz, ganz glücklich und freue mich, dass es euch gefällt. Ich mache gerne weiter für euch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.